Hi Leute, ich bin Skepper1232 und heute kommt ein neuer Part von Minecraft. Im letzten Part haben wir ein Höhlenabenteuer gehabt und haben einfach eine verlassene Mine gefunden und haben ultra viel Loot mitgenommen. Das ist im Prinzip alles, was wir gerade mitgenommen haben. Ich habe noch nicht mal alles ausgeräumt, sehe ich gerade. Und wir haben sogar ein Axolotl in Blau, und nicht in Blau, sondern in Braun. Das kann ich schon nicht mal mehr farmen. Checken. So, hier haben wir alles voll. Klatschen wir alles, denke ich mal, hier rein. Natürlich haben wir auch die Schallplatten. Wir werden auch versuchen, alle Schallplatten freizuspielen. Alles erstmal zurücklegen. Namensschild, ja, könnten wir eigentlich unserem Axolotl gleich geben. So, in dem Part wollte ich schon mal Obsidian holen. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part gesagt habe. Aber ja, wir wollen ja Obsidian holen. Denn wir müssen immer noch das Spiel zu 100% spielen. Das heißt, wir müssen hier alles finden. Deswegen gehen wir nochmal in diese Lore rein. Nicht in die Lore, aber in diese Höhle. Und schauen nach, was wir finden können. Also ich weiß, es ist so unübersichtlich, wie ich das hier aufgebaut habe mit den Gedöns. Ich werde es aber definitiv gleich besser machen, Leute. Nehmt das alles mit. Zack. Das einfach zurück, genau wie das hier. Müssen wir irgendwas noch mitnehmen? Diamantspitzhacke klatschen wir schon mal hier hin. Boah, wir können die Axt einfach als Waffe benutzen, warum auch nicht? Macht ja auch mehr Damage als ein Schwert. Das Holzschwert nehmen wir einfach vorsichtshalber mit, als Plan B, falls die Axt irgendwie doch irgendwann kaputt geht. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Nee, hat der Typ irgendwas, was man traden kann? Hallöchen. Das Skelett piekt einfach genau durch das Loch. Komm her, Dorfbewohner. Na, der hat keinen Bock auf mich. Ach, komm schon. Ja, mit dem Ofen kann ich interagieren, aber nicht mit dem Kollegen. Na gut, dann gehen wir schnell weg. Oh Gott. Attacke. Attacke. Ja. Och, du hast es versucht. Hundi, du hast es versucht. Ja, komm, er bleibt einfach hier. Jetzt kommt die Frage, weiß ich noch, wo ich das hatte? Also wo der Eingang war. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber ich glaube, das war irgendwo da hinten in den Wäldern. Deswegen werden wir jetzt mal nachschauen. Ich hoffe, ich finde es wieder. Wäre auch dumm, wenn ich es jetzt nicht finde. So, hier unten haben wir auch einen Höhleneingang, den wir aber nicht besuchen wollen. Alter, wenn ich es nicht finde. Irgendwo hier muss es doch gewesen sein. Ich weiß, es war irgendwo in der Nähe von Wasser. Und wir haben uns irgendwo auch hochgebaut, weil wir einfach nicht mehr weiterkamen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo das Loch finden. So, genau hier irgendwo war das, in den Wäldern. Ne, da hinten war das, glaube ich sogar. Wenn ich mich recht erinnere. Da irgendwo war das. Genau hier sollte es irgendwo gewesen sein. Nee. Falls nicht, ist es nicht so schlimm. Wenn wir es nicht finden, dann holen wir es auf eine andere Art Obsidian. Nee, hier sieht es nicht aus, als wären wir hier richtig. Wobei. Doch, wir sind richtig. Ja, hier unten ging es runter. Ja, hier, wir sind definitiv richtig. Genau hier müssen wir jetzt runter. Haben wir einen Eimer mitgenommen? Nein, haben wir nicht. Na gut, Leute. Dann laufe ich nochmal kurz zurück. Einfach aus dem Prinzip, damit ich einen Eimer hole. Weil der Eimer ist schon echt wichtig gewesen, meiner Meinung nach. Ich meine, klar. Ich glaube, wir hatten da in dem Eimer nur Lava drinne. Oder war es Wasser? Aber Wasser ist echt nützlich. Deswegen holen wir uns das jetzt. Ist ja sowieso nicht allzu weit. Ist das ein Baby-Esel? Esel, nicht Esel. Ich glaube aber ja. So. Wir sind ja nicht allzu weit weg von zu Hause. Ja, ich finde es blöd, dass wir die Eingänge von zu Hause so ultra komisch aufgebaut haben. Aber ja. Es wäre so lustig, wenn wir jetzt ein pinkes Schaf finden würden. Aber ja. Wie hoch ist die Chance, dass wir eins finden?
Also ich habe schon mal eins gefunden im Überlebensmodus. Aber es war kein Baby, es war halt schon ein ausgewachsenes. Eimer, 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 bist du hier? Nein. Wo ist der Eimer? Ja, das war für den Axolotl, okay. Oh, ist einfach ein neuer Eimer, ist ja nicht so schlimm. So. Eimer, Eimer, Eimer. Zack. Holen wir jetzt ein bisschen Wasser. Zack. Nein, wir gehen einfach anders herum. Kein Bock, dass wir uns gleich wieder 30 Jahre lang beschäftigt werden und nur die ganze Zeit rumzuschwimmen. Und jetzt können wir nicht mehr essen, also nicht mehr sprinten. Jetzt aber. So, haben wir eigentlich irgendwelche Pläne, außer Obsidian zu holen? Eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich nur in den Nether gehen. Das ist unser jetziges Ziel. Damit wir etwas weiterkommen. Ich meine, der Enderdrache ist ja im Prinzip nicht das Ende. Wir müssen auch den Wither zweimal töten. Den Enderdrachen müssen wir theoretisch auch zweimal töten für ein Achievement. Aber ja, eigentlich ist unser Ziel nur die 100%. Es ist nicht schlimm, wenn wir beispielsweise die 100% fertig haben, aber noch nicht das Haus aufgebaut haben. Das ist nicht schlimm. Dann ist es eben so. Wobei, wir können doch eigentlich auch Obsidian schon hier bekommen. Dann müssen wir gar nicht in die Höhle latschen. Tatsächlich, okay. Okay, Leute, dann gehen wir sogar noch früher in den Nether als sonst. Ja, dann ist es eben so. Wollte ich gerade den langen Weg nehmen, das ist ja voll bescheuert. So. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Obsidian brauchen wir. Wir brauchen definitiv. Ich würde mal sagen, einen halben Stack würde eigentlich ausreichen. Einfach aus dem Grund, weil wir noch ein Achievement haben, bei dem wir einen Ghast zur Overworld bringen müssen. Deswegen denke ich, ein halber Stack würde eigentlich reichen. Aber ich glaube, wir werden dieses Achievement später machen und nicht jetzt. Erstmal konzentrieren wir uns mal auf den Drachen, okay? Der Drache ist gerade das Wichtigere. Sonst muss ich ganz kurz nachdenken, wie hat man ein Portal gebaut? Zwei Blöcke unten. In den Ecken kann egal was für ein Block sein. Dann, ja, oben auch zwei Blöcke und an der Seite waren es, glaube ich, drei. Das heißt, laut meiner Berechnungen brauchen wir 10 Obsidian, um ein ganzes Portal zu erschaffen. Drumherum kann auch eigentlich egal, was für einen Block wir platzieren. Wir können auch Netherrack platzieren, einfach nur aus Deko-Gründen. Mal schauen. Ah, das wird Jahre dauern. Noch zwei. Also wir haben hier schon unsere Obsidianquelle. Aber nur fürs Erste. 9. Und der letzte Obsidian. Ich höre einfach immer noch Lava, okay. So, zack. Ich frage mich, wenn man einen Wassereimer mit einem Axolotl drin, irgendeinem random Namen gibt, kriegt das Axolotl dann auch den Namen, wenn man ihn dann droppt? Und dich brauche ich, Kollege. Nein. Ja, den Tintenbeutel habe ich gebraucht. Was ich auch noch brauche, sind. Ja. Moment mal. Wir gehen ja in den Nether. Das heißt, ich brauche Wasser gar nicht. So, ich brauche einen Tintenbeutel, eine Feder und ein Buch. Okay, ein Huhn haben wir hier, das heißt, das wird nicht kompliziert sein, eine Feder zu holen. Bücher haben wir, glaube ich, auch hier, weil es gab ja hier so ein Büchereitypen-Gedöns. Ich höre eine Hexe. Oh mein Gott, was ist die da unten alle? Okay, da gehen wir noch nicht unten rein. Ich kann ja schon mal das hier holen. Das brauchen die Dorfwohner sowieso nicht, aber ich brauche das. Wir werden definitiv im Nether nicht kurz bleiben, wir werden definitiv ganz lange drin dort bleiben. Einfach aus dem Grund, weil wir. Wie kommt man denn hier rein? Ach, hier, okay. Einfach aus dem Grund, weil wir die Festung suchen wollen und vielleicht eine Bastion. Willst du hier reinhuhen? Das Pferd will raus, aber ich glaube, es passt gar nicht hier durch. So, wo ist denn jetzt dieser. Von wo haben wir jetzt diesen Büchertisch hat geholt? Hier nicht, da. Ja, hier vorne, okay. Die Frage ist, waren hier Bücher? Ja, hier sind sogar Bücher. Na komm, machen wir das jetzt so. Zack, zack.
Gab's da oben irgendwelche Bücher? Nein. Okay. Das heißt, wir haben im Prinzip schon unsere Vorbereitungen. Mache ich einfach das schon mal. Zack. Zack. Warum ich ein Buch und Feder brauche, ist einfach, damit ich die Koordinaten markieren kann. Falls wir uns irgendwie verlaufen, dann weiß ich ja immer Bescheid, wo wir hinlatschen müssen. So. Jetzt gehen wir einfach schlafen. Haben sogar heute auch ein Achievement, sehe ich gerade. Die Ice Bucket Challenge. So, was brauche ich denn nicht? Das Hühnchen brauche ich nicht. Die 11 Bücher brauche ich eigentlich auch nicht. Strohballen brauche ich noch. Da kommen wir sortieren das ein bisschen. Werfen jetzt einfach das weg, was ich nicht brauche. So, die Feder brauche ich nicht, die Bücher brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Fackeln brauche ich eigentlich auch nicht, aber wir nehmen die vorsichtshalber einfach mit. Buch und Feder nehmen wir mit. Den Eimer nehmen wir mit, das behalten wir alles. So, wir tauschen das kurz aus. Das brauchen wir auch gleich zum Bauen. Ja, eigentlich sind wir bereit. Ich frage es nur, wo bauen wir das jetzt auf? Wisst ihr, wo wir das aufbauen könnten? Denn ich weiß es leider nicht. Wo wollen wir das jetzt aufbauen, das Portal? Definitiv nicht neben dem Haus, weil ich weiß, Zombie-Pikmin können einfach ganz random rauskommen. Boah, Junge. Wo sollen wir das denn alles aufbauen? Ich habe eine gute Idee, die wird aber etwas blöd aussehen. Und zwar werden wir einfach auf dem Wasser so eine kleine Nether-Portal-Insel aufbauen. Klar, anfangs wird die aus Erde bestehen, aber die wird am Ende aus Netherrack. Ich werde die Erde komplett umbauen. So. Zack. Was, hier haben wir 4, dann haben wir auch 4. 2, 3, 4. Und zack. Das heißt, das wird im Prinzip unsere kleine Endportal-Insel. Jetzt brauche ich wieder 2 Blöcke, um etwas aufzubauen. Warte, wie symmetrisch sieht das jetzt aus? Okay, sieht nicht symmetrisch aus, ist aber nicht schlimm. Dann lassen wir es so. Okay, let's go. Wir brauchen wieder kurz Erde. Ja, komm, wir nehmen sogar einen Block Erde mit. Einfach aus dem Prinzip, falls wir uns irgendwo hochbauen müssen, weil beispielsweise ein Gegner kommt, dann wissen wir ja Bescheid. So, das heißt, hier muss ein Block, hier ein Block. 2, 3. Jetzt komme ich da nicht dran, warum auch immer. Dann machen wir es einfach so. 1, 2. 2, 3. Zack. So, dann können wir das eigentlich abbauen, weil wir das ja nicht brauchen. Ist ja nicht so wichtig, wenn es da oben ist. Ist ja eigentlich nur eine Gehhilfe für das Portal. So, jetzt brauchen wir natürlich noch zwei wichtige Sachen. Und zwar Feuerstein und ein Eisenbarren. Haben wir Feuersteine? Ich denke mal ja. Ja, haben wir sogar. Ein Feuerstein, ein Eisenbarren. Nein. Zack. Und daraus bauen wir jetzt ein Feuerzeug. Zack. Jo, Leute, wir sind jetzt eigentlich bereit für den Nether. Nach 7 Parts, Alter, meine Güte, hat es auch ewig gedauert. Nach 7 Parts haben wir es geschafft. Leider haben wir keine Goldrüstung. Deswegen werden wir vielleicht erstmal ultra angegriffen, was nicht schön wird. Und wir landen in einem Biom, das nicht gut ist. Nicht gut. Wobei, für das Achievement ist es ganz gut. Wir nehmen kurz mal was mit. Und zwar, wie nennt man das? Das Fernglas. Das Fernglas nehmen wir jetzt kurz mit. Wir brauchen ein Achievement, Leute. Und zwar, wie heißt es Achievement? Ist es ein Ballon? Haben wir es hier drin, das Fernglas? Ja. Oder Fernrohr, wie man es auch nennen möchte. So, Leute, wir haben ein echt beschissenes Problem. Und zwar ist das Biom blöd. Einfach aus dem Grund, weil da viele Skelette spawnen. Viele Ghasts. Ja, wenigstens keine gefährlichen Monster. So, jetzt müssen wir einen Ghast finden. Ich sehe ganz zufällig einer.
Erst einmal öffnen wir das Buch. Ich habe eins gehört. So, erstmal das Buch öffnen. Jetzt. Nether. Portal. In Klammern. Zu Hause. Einfach aus dem Grund, damit wir wissen, wo wir dann wieder nach Hause kommen. Koordinaten sind 83, 65, minus 28. So. Jetzt können wir uns eigentlich nicht mehr im Nether verlaufen, weil wir das Buch ja mit uns haben. Die Frage ist, in welche Richtung laufen wir jetzt? Ich habe keinen Plan, wir sind komplett verschollen hier. So, können wir einen Ghast finden? Das wäre echt nett. Die spawnen hier in Massen, wirklich. Das ist ja deren Biom. Das ist einfach das Biom, das sie haben. Und Seelensand haben wir eigentlich auch. Das heißt, den Wither werden wir auch einfach beschwören können. Zack. Boah, Seelensand macht einfach so langsam, das ist nervig. So. Kein Ghast? Als ob hier kein Ghast ist. Das kann doch gar nicht sein. Boah, ich dachte gerade. Das ist so, wir können auch gar nicht so weit gucken, einfach nur aus dem Prinzip, weil es hier so neblig ist. Ich könnte hier die Chunks erhöhen. Was für 17 Chunks? 25? Macht nämlich gar keinen Unterschied, oder? Ist einfach trotzdem neblig. Und es ruckelt ganz bisschen. Dann mache ich die Chunks irgendwie nicht auf 17, aber ja, 19 müsste eigentlich ausreichen. Keine Musik, nur Ambience. Ja, da haben wir schon unsere ersten Gegner. Nee. Lieber kämpfe gegen welche mit Schwertern anstatt mit Armbrust. So, hier kommen wir gar nicht durch. Das heißt, wir bauen uns rüber, aber es wäre halt ultra die Erdeverschwendung. Ja, okay, wir gehen einfach drumherum. Ist ja auch nicht. Ja. Ja, okay, wir haben keine andere Wahl. Wir bauen uns einfach durch. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es tun. Ja, ich kann nicht auf Seelensand bauen, okay. Zack, 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 zack. Klappt schon irgendwie. Oh ne, das sind wieder. Ja, okay, FPS Drops, irgendwas generiert hier. Ja, es generiert schon wieder irgendwas. Und ein Skelett ist da unten. Nein! Wie hat er mich gesehen? Das macht keinen Sinn. Och nee, du willst wirklich kämpfen? Ich lass dich noch einmal schießen. Ja. Jetzt habe ich ein Ghast gehört. Da oben. Komm her. Ist es ein Ballon? Und wir haben es jetzt Achievement geschafft. Ja, wir sind einen Schritt näher. Du bist ja nett. Oh nein. Skelett, schieß doch mal den lieben Pikmin ab. Einfach aus dem Prinzip, damit du mich nicht mehr mobben musst. Oh, er hat's getan. Ja, viel Spaß, Skelett. Wow. Oh, hier sind sogar zwei Ghast. Hilfe. Na, ich will den Knochen nicht haben. Ja, Pikmin sind eigentlich unsere besten Freunde, solange wir die nicht anfassen. Strider ist hier unten. Das kann ich nicht essen, weil irgendwas generiert. Irgendwas generiert jetzt viel zu schnell. Dann lassen wir doch wieder auf 17. Boah, das sind wieder drei von denen. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gegen einen habe ich ja nichts. Gegen eins kämpfen ist ja kein Problem, aber gegen drei. Okay, sein. Och, hau ab. Kann ich mit der Faust eigentlich auch das Ding abblocken? Ist die Frage. Tatsächlich, okay. Muss ich halt nur treffen. Ah, der ist despawned, okay. Das sind drei Schwertkämpfer, okay, das ist das nicht mal. Ja, gegen euch zu kämpfen ist dann, denke ich mal, kein Problem. Zack. Zack. Ne, gibt es gar ganz okay, was XP angeht. Ja. Dann haben wir den ersten schon, die ersten beiden weg. Okay, wobei, ich glaube, ich kann auch ohne mich hochbauen, kann ich die fertig machen. Ja. Kein Problem. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Da vorne. Ja, wir könnten schnell Lava abholen.
Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Tauschen wir es einfach kurz um. Das wird ein bisschen gefährlich. Zack. Haben wir das schon mal. Oh, jetzt da ist so einer, so ein Typ mit einer Armbrust. Och man. Hau ab und hau ab. Oh, danke für die Armbrust. Geschoss, Pfeil. Ja, ich habe keine Pfeile. So, Gold könnten wir mitnehmen. Die Pikmin. Ich greife nicht an, du bist noch zu klein. Die Pikmin tun ja nichts, wenn du Gold abbaust. Ich glaube, früher haben die was dagegen gehabt. Aber heutzutage, das bockt ihn halt gar nicht mehr. Nur den anderen bockt es da jetzt was. Den Netherrack packen wir hier hin. So, bin ich jetzt safe, wenn ich da hochgehe? Oder werde ich gleich wieder von irgendwem angegriffen? Nee, hier haben wir auch nur Babys. Oh, noch ein Biom, das ultra kacke ist. Das Biom mag auch keiner. Einfach aus dem Prinzip, weil es so komisch aufgebaut ist. Ich mag es auch nicht. Es ist einfach viel zu riskant. Deswegen denke ich mal, gehen wir hier hoch. Vielleicht finden wir hier einen besseren Weg. Ja, guck, ein bisschen Parcours und dann schaffen wir es eigentlich. Oh, jetzt habe ich den Parcours verkackt. Egal, dann lassen wir den Parcours einfach so. So, ist hier oben eine Gefahr? Nein, da ist sogar da noch ein Weg zu diesem Biom. Na gut, dann denke ich mal, gehen wir in dieses gefährliche Biom und plumpsen hoffentlich nicht in ein Loch rein. Dieses Biom ist bekannt dafür, dass es Löcher gibt mit Lava. Wenn du einmal reinplumpst, ist es einfach Game Over für dich. Ich muss hier wirklich aufpassen. Ach, hier geht es ja nicht mal weiter, okay. Perfekt, das heißt, ich muss unten sogar durchlatschen. Außerdem müssen wir sowieso alle Biome kennenlernen, deswegen müssen wir uns da sowieso durchschlagen. Oh, da ist wieder einer mit Schwert. Ja, komm, komm her, du willst mich angreifen. Trau dich. Trau dich. Trau dich. Trau dich. Magma-Schleim, auch ein neuer Mob, den wir in diesem Part antreffen. So, ich dachte gerade, gehen wir hier einfach durch. Zack. Boah, wenn die mich jetzt hier reinschubsen. Hier wäre ein Dead End. Ja, ihr seid, denke ich mal, ganz nett. Ich weiß, ich glaube, die... Nee, die... Oh, Leute, seht euch das mal an. Seht ihr das? Ein End, also Nether-Portal, welches verschollen ist. Lass doch mal dahin gehen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt am intelligentesten dorthin? Wir könnten es rüberbauen. Ja, wir könnten es rüberbauen, was ein bisschen blöd wäre, weil wir ultra viel Erde verballern. Zack, zack, zack. Egal, wir machen es einfach. Jetzt werden wir angegriffen, perfekt. Zack, 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 zack. Kann ich springen? Nein, ist noch zu riskant. Zack, jetzt aber springen. Hier können wir ultra viele Endermen antreffen. So, hier haben wir, was haben wir hier Schönes? Zwei Goldäpfel, ein Obsidian, Goldrüstung, ein Goldschwert. Mit Feuerzeug und eine Feuerkugel. Also wir haben schon bis zu drei Feuerzeuge. Ja, und ein unvollständiges Portal, was wir eigentlich aufbauen können. Wenn wir genug Obsidian hier haben. Doch, wir haben genug Obsidian. Die Ecken müssen ja nicht mit Obsidian sein. Mhm. Das heißt, wir bauen mal die Ecke hier einfach ab. Ja, doch, die Ecke bauen wir ab. Brauchen wir ja gerade nicht. Die Ecke ist unnötig. Ich frage mich, wo wir dann landen. Wir sind ja schon ein bisschen weggereist. 2, 3. Das heißt, die Ecke kann auch weg. Da, wo der weinende Obsidian ist, da kann eigentlich der Obsidian hin. Zack.
klatschen wir die Erde hier drauf, dann kann... Ne, machen wir das einfach so, zack, dann kann der hier weg. Den können wir eigentlich mitnehmen, einfach für die Dekoration, die wir bei uns zu Hause haben. Ja, jetzt plumpst das noch runter. Dann bauen wir das noch ab. Zwei sind ja nicht so schlimm. Dann können wir das ja um unser Portal bauen, damit es etwas schöner aussieht. Und noch ein Achievement. Wer schneidet hier Zwiebel? Oder Zwiebeln? So, dann bauen wir den Kollegen hier ab. Wir können eigentlich auch die Feuerkugel dann benutzen. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Zack. Zack. Ja, es fehlt also nur noch ein Stück und das können wir einfach aus dieser Ecke holen. Die Ecke ist sowieso useless. Und dann haben wir eigentlich es schon geschafft. Zack. Feuerkugel. Ja, klar, jetzt kann man sagen. Aber Kepa, du hast gar nicht dein eigentliches Zuhause in der Overworld markiert. Ja, hab ich nicht. Aber ihr wisst, ich habe bei einem Let's Play mal Koordinaten offen gehabt, wie beispielsweise in der Höhle, um die Tiefe zu messen. Das heißt, im Prinzip können wir da einfach abgucken. Oh, wow, wir spawnen einfach in einer Höhle drin. Was eigentlich gut ist, weil jetzt können wir hier weiter einfach Sachen abbauen. Redstone haben wir hier. Oder wie tief sind wir denn jetzt? 11, okay, das ist eine gute Höhe. Weil hier kann man auch schön wieder Diamanten finden. Wir nehmen Redstone einfach mit, einfach aus Dekoration. Ja, Leute, natürlich muss ich dann kurz einen Cut machen, um die Koordinaten wieder zu finden. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich kann auch den Part dann beenden und dann sehen wir uns im nächsten Part einfach wieder zu Hause. Ist ja auch kein Problem. So. Zack. Ja, wir sind schon echt tief. Wir haben schon ein Stack Redstone, okay. Aber ich kann auch im Nether wieder zurückklatschen, ist ja auch nicht weit gewesen. Haben wir hier irgendwas Schönes? Nein. Guck mal, ich habe die Fackeln sogar. Doch, die Fackeln habe ich immer noch, aber die brauche ich ja nicht. Klar, um euch was zu zeigen, bräuchte ich die, aber solange hier nichts Interessantes ist, ist ja eigentlich alles gut. Na, ich wollte doch nicht so bauen, mein Gott. Hier ist, das ist einfach nur eine Redstone-Höhle, das ist blöd. Ist ja nichts Interessantes außer Redstone. Och man, nicht mal Lapis oder Gold. Ja doch, da ist Lapis, hier ist sogar Smaragd. Ja, haben wir einfach unseren ersten Smaragd-Block abgebaut. Oder Erz. Da haben wir auch Lapis. Bauen wir das einfach zu, brauchen wir eigentlich nicht. Klatschen wir einfach für euch schon mal eine Fackel hier hin. Könnt ihr auch noch was sehen. Zack. So, da ist der Lapis-Block, da ging es ja irgendwie auch noch weiter. Ja. Lapis brauchen wir natürlich auch für Verzauberung. Geht's da? Ja, hier ist auch noch Redstone, Alter. Geht's hier überhaupt noch weiter? Ja, das ist eine ganze Ritze einfach. Oh ja, Leute, es geht hier definitiv noch weiter. Guckt euch das mal an, das geht einfach ultra weiter. Ich frag's, wo bringt mich das jetzt hin? Wir sind definitiv in einem Bergbiom. Das kann ich schon sehen. Einfach aus dem Prinzip, weil hier Redstone, also so viel Smaragd ist. Smaragd kannst du halt immer nur dann finden, wenn du in einem Bergbiom einfach in den Berg reinbaust oder so. Aber hier können auch Silberfische chillen, was auch blöd ist. So, hier ist nur Eisen. Eisen benötigen wir gerade nicht wirklich. Was ist eigentlich auf der anderen Seite? Müssen wir dann mal nachglotzen. Oh nee, das kann nicht wahr sein, oder? Hier ist wieder Gold. Schön. Ganz schön. Zack. Und Wasser, okay. Ja, wir haben hier schon unsere
Unser kleinen Aufzug, der uns aber nirgends wohin bringt. Weder. Ja doch, da ist wieder Smaragd. Und Gold. Ja, also Smaragd haben wir echt gut hier. Also was ist denn hier Schönes? Das hier. Das geht ja immer weiter. Guckt euch das mal an. Das Biom hört ja nicht mehr auf. Oh, diese Ritze. Ach, das ist ein Close. Gut, ich habe mich gerade so erschrocken. Ich dachte mir so, was ist das denn da für ein Monster? Creeper. Mit dem will ich eigentlich nicht wirklich spielen. Boah, wir wollen ja tiefer gehen, deswegen. Ja. Sieht gefährlich aus. Nee, kommt hier nicht hoch, das ist das Gute. Hier ist nichts. Na gut, verlaufen können wir uns ja hier eigentlich auch nicht, solange wir den Fackeln folgen. Zack. Komm her. Zack. Zack. Da oben chillt noch ein Zombie. Genau wie hier unten. Mal gucken, wie viele sind hier. Und ein Baby-Zombie auch. Perfekt. Ach, das Baby ist auch sogar hier. Zack, zack, zack. Oh, Eisenbahren. Dankeschön. Oh, hier haben wir wieder Lapis. Oh, unser Loot ist ganz okay, was wir hier gefunden haben. Kann ich mich hier beschweren? Ne, nicht wirklich. So, was haben wir hier? Gibt es hier irgendwas Schönes? Ein Creeper, okay. Das war useless, aber danke. Wieder Lapis. Das ist ein dunkelgrünes Wasser. Sind wir in einem Sumpfbiom? Ja, natürlich. Ja, wir sind wirklich in einem Sumpfbiom. Das heißt, eine ganz geringe Chance haben wir, dass hier Slime in der Höhle spawnt. Tropfsteinhöhle. Ganz gefährliches Biom. Wieso ist hier über Lava? Bitte nicht. Weg. Auch erstmal zubauen. Kein Bock, hier mit Lava ein bisschen zu fuscheln. Am Ende plumpse ich noch in die Lava rein. So, da unten waren wir. Ja, okay, es ist nur ein Weg nach oben. Und wieder ein Creeper. Guten Tag. Ja, wir laufen weg. So, ich habe gesehen, da unten geht es ja weiter. Deswegen gehen wir jetzt da rein. Irgendwo brennt ein Zombie. Ist es hier oben? Hallo? Ne, es war sogar unten. Das heißt, unten ist sogar noch ein Weg. Wenn die Lava mal schneller machen kann. Zack. Ja. Sieht ganz okay aus. Also das ist einfach nichts gebracht. Wir sind einfach wieder hier. Hier unten geht es aber auch noch weiter. Guten Tag, Kollege. Guten Tag auch, du Kollege. Danke. Redstone wieder. Oh mein... Alter, wie viele Diamanten sind hier? Alter Schwede. 1, 2, 3, 4, 5 Diamanten. Ja, jetzt können wir uns sogar noch ein Schwert holen. Oder ein Helm. Oder ein paar Schuhe. Alter, was ist das denn? Dann ist da unten noch Gold, WTF. Ich habe nicht erwartet, dass wir hier drin Diamanten finden würden. Aber haben es irgendwie doch geschafft. Ja. Hätten wir nur Glück auf der Spitzhacke, das wäre noch schöner. Hier ist noch Lapis. Noch mehr Lapis. Darf ich vielleicht noch mehr Diamanten finden, das wäre super. Ja, da gehen wir gleich hin.
Noch mehr Diamanten. Irgendwo. Ganz zufällig. Redstone, Lapis, Kupfer. Ein Creeper. Also nichts Besonderes. Na gut, dann gehen wir dort mal bei der Lava runter. Da war es ja auch etwas interessant. So, boah, wie viel können wir noch tragen? Wir sind komplett voll, okay. Das werfen wir weg. Das werfen wir weg. Das werfen wir weg, das behalten wir. Das werfen wir weg. Die Armbrust können wir eigentlich auch wegwerfen. Wollte ich hier etwa lang, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo wollte ich denn noch lang gehen? Das wird gefährlich, was ich jetzt mache. Nein, weg mit dir. Zack. Nein, falsch. Zack. Das ist sehr gefährlich, was ich hier mache. Oh Gott. Quetsche ich mich hier durch. Zack. Haben wir dich auch jetzt weg. Aber wir haben es für nichts gemacht. Na gut. Na gut, Leute. Wir haben wenigstens etwas wieder gefunden. Weißt du, gibt es hier irgendwie noch einen Eingang, der noch tiefer geht? Wieso brennst du, Kollege? Guck, da geht es ja auch noch tiefer rein. Noch ein Creeper. Das brauche ich nicht. Creeper, es wäre dumm, wenn du jetzt in die Lava jumpen würdest. Baby-Zombie. Ein Zombie. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir auch gar nicht, oder? Nee, waren wir nicht. Lava, Redstone, Eisen. Hier sind, ja, wir sind. Ja, wie viele Zombies sind hier denn? Eine Karotte, okay. Das ist unsere Karottenfarm wird auch wachsen. Es hört nicht mehr auf, Leute. Es hört nicht mehr auf. Hier geht's ja auch noch runter. Alter Schwede, Leute. Was ist das? Wo sind wir? So, von da kamen wir. Dann haben wir das gesehen. Gehen wir hier unten rein. Ein Lavasee. Gutes Zeichen. So, wo sind wir jetzt? Noch ein Lavasee. Dead End. Was ist hier? Redstone, Kupfer. Wieder Lava. Wenn wir das wegmachen, können wir vielleicht irgendwas darunter finden. Dann waiten wir einfach ein bisschen. Ja, Leute, das ist einfach wieder ein zweites Höhlenabenteuer geworden. Was ich eigentlich nicht wollte. Na gut, hier ist, denke ich mal, nichts. Nein, hier ist definitiv nichts. Ich habe keinen Bock, die ganzen Lavasee nochmal auszulöffeln. Nur um zu gucken, ob da noch was ist. Genauso wie hier. Ist hier irgendwas, Hassi? Nein. Hier geht es natürlich wieder nach draußen, was blöd ist. Wir wollen ja eigentlich nur... Ja, hier geht es nicht mal nach draußen. Na gut. Wie kannst du hier sein, Kollege? Da oben. Ich dachte gerade, da wäre ein Creeper, aber ne, ist einfach nur eine Einbildung. So, wo sind wir denn jetzt hier oben? Ja, hier waren wir schon. Denke ich. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass hier noch irgendein random Typ hier gammelt. Hier ist wieder eine kleine Tropfsteinhöhle. Ich check gar nicht, wo wir jetzt sind. Das ist so verwirrend. Guck mal, hier geht's ja auch noch runter. Okay, hier waren wir also. Okay.
Ja, da habe ich mich ja durchgebaut. Okay, dann denke ich mal, laufen wir zurück zum Portal. Jetzt denkt man sich so, ja, wie willst du es jetzt wiederfinden? Ich gebe mein Bestes, um es zu finden. Was machst du hier? Autsch. Eine tolle Spinne. Wir folgen einfach den Fackeln. Da haben wir eine Fackel platziert. Hier haben wir unseren Stuff gedroppt. Hier ging es ja... Ja, ne, da haben wir die Lava abgeblockt. Da war nicht viel drin. Das heißt, wir müssen hier runter. Dann hier zurücklatschen. Ich wusste es, dass der kommt. Ich wusste es einfach. Deswegen habe ich mich kurz hochgebaut. Weil ich den Kollegen schon gehört habe. Jetzt holt er noch seinen Vater her. Husch mit dir. Ich habe den schon irgendwie gehört. Deswegen wollte ich ihn... Knapp. Sehr knapp. Von wo kam der Kollege jetzt? Ja, wir sind wieder hier bei dem Sumpfwasser. Och, hau doch ab, Creeper, hau ab. Hau ab, Spinne. Einfach drei Mobs gekillt. Sollst du nicht machen, Creeper, aber doch, trotzdem Dankeschön. So, dann hier. Wer ist, wenn wir angeschossen? Jetzt weiß ich, hier muss es irgendwo einen Weg nach oben geben. Ne, da wollten wir eigentlich hin, um zu gucken, was da abgeht. Haben wir dann doch nicht gemacht. Das heißt, wir müssen hier links nach oben. Nee, ist gleich hier nach oben. Wie hat er mich verfehlt? Ja, wir sind wieder hier. Okay, gut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Ausgang gefunden. Außerdem hätten wir es sowieso verlaufen. Hätte ich sowieso wieder versucht, ein Portal zu bauen. Und dann wären wir ja wieder zu Hause. So, jetzt gehen wir wieder durch. Oh, wir sind wieder im Nether. Ja, an so einem Ort, wo wir es nicht mögen. Das Portal werde ich nicht auf dem Buch markieren, weil brauchen wir halt nicht wirklich. Brauchen wir halt wirklich nicht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weg? Also nicht weg von im Sinne von nach Hause gehen, sondern weg im Sinne von weg von dem Biom. Nichts gegen das Ende mein Biom, aber ich kann es nicht leiden. Vor allem, weil man die ganze Zeit auf den Boden starren muss. Einfach aus der Hoffnung, dass man nicht von dem Enderman gleich bemerkt wird. Und weil ich hier keinen Plan habe, wie wir jetzt hier... nicht angucken. Schöne Beine hast du. Zack, 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 zack. Ja, das wird wehtun. Das wird sehr wehtun mit der Spitzhacke. Autsch. Oh, das war knapp, Leute. Alter, ich habe mich gerade so erschrocken. Sehr knapp. Ja, wir könnten wirklich jetzt da hingehen. Oh Leute, das ist eine Festung, oder? Ist das eine Festung? Warum? Das sieht echt groß gebaut aus. Ich könnte schwören, das ist eine Festung. Aber eine Festung spawnt doch nicht hier, oder? Wieso haben wir einen Tropfstein? Das ist doch never eine Festung. Ich habe noch nie eine Festung in so einem Biom gesehen. Außerdem spawnt eine Festung meistens auf der Lava. Oder? Ist das eine Festung oder ist das jetzt eine Bastion? Ich habe keinen Plan. Das sieht aus wie ein Netherziegel, die man auch auf Festungen sieht. Ich weiß es nicht, Leute. Das ist einfach eine Festung, Leute. Ja, moin. Ich habe noch nie so schnell eine Festung gefunden im Nether. Da lüge ich euch nicht mal an, Leute. Ich habe irgendwie Bock, das abzubauen. Einfach aus Prinzip. Ui. Das ist einfach nicht runtergefallen. Ui. Da geht's nicht mal. Als ob wir einfach jetzt eine Festung gefunden haben, WTF. Eigentlich wollte ich wieder zurück nach Hause und dann den Part beenden, aber ne. Wir ziehen den Part sogar noch in die Länge. Hua.
Okay, riskanter Sprung. Aber was tut man nicht alles für ein Let's Play? So, jetzt kommt die Frage, wie brechen wir da jetzt ein? Von unten? Nein. Wir brechen definitiv von oben dort rein. Okay, das ist ein Wither-Skelett. Die Kollegen müssen wir auch 30 Mal töten. Einfach aus dem Grund, weil wir von denen auch noch Items brauchen. Irgendwo ist ein Schleim. Abbauen. 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 Zack. Aber zack. Toll, jetzt habe ich reingefailt. Okay. Okay, Enderman hat gerade Schaden kassiert, warum auch immer. Wie hoch geht denn diese Festung? Da hinten geht es ja auch noch weiter. Enderman, wir gucken uns nicht an. Wir tun so, als würden wir uns nicht kennen. Alles cool, Enderman. Eine Werkbank könnten wir uns auch craften. Ich meine, Holz haben wir jetzt auch. 3, 2, 1. Direkt über einer Lohe. Was habe ich mich eingelassen? Ja, wir sind definitiv in einem Lohnspawner drin. Zeit mal ein bisschen einzubrechen. Oh Gott. Ich höre jetzt schon Wither-Skelett. Hilfe. Ich hoffe nicht, dass wenn ich das jetzt oben abbaue, dass wir gleich einen Überraschungsangriff bekommen. Hallo? Ich habe Angst. Da oben chillt ein Skelett. Ich wusste es, da kommt schon der erste. Oh Gott. Vielleicht haben wir Glück und er droppt uns jetzt schon seinen Schädel. Hallo? Ja. Ne. Ach, du warst hier am Gammeln, du Penner. Hilfe. Hilfe. Ich habe gerade so Paranoia. Ich höre hinter mir ein Wither-Skelett am Laufen. Und dann noch diese Slimes. Und vor mir ist auch ein Wither-Skelett. Perfekt. Wenn ich gleich von hinten angegriffen werde, dann ist es deren Schuld. Tada! Ich weiß ja nicht, wie groß ein Wither-Skelett ist. Drei Blöcke? Ich glaube, drei Blöcke. Töten. Töten. Er hat mir keinen Kopf gedroppt. Na gut. Da vorne chillt einer. Ich sehe es doch. Wenn ich jetzt hier langlaufe, dann wird er mich angreifen. Hilfe. Toll, jetzt habe ich meine Axt verloren. Komm her. Vielleicht kannst du mir dein Steinschwert hier borgen. Nicht mal das, okay. Ist hier noch einer oder wie? Ja, da ist noch einer, Hilfe. Hilfe, 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 Alter. Das ist nicht euer fucking Ernst, oder? Ich brauche keine Knochen, du Vogel. Was soll ich mit einem Knochen anfangen? Ich kann mich damit nicht wehren. Boah, Hilfe, Leute. Da oben geht's zu den Lohnen. Gar kein Bock. Da auch und da ist wieder ein Kollege. Hallo? Ja, der hat mich bemerkt. Ich brauche auch keine Kohle, Kollege. Hier ist nichts, na gut. Sollen wir uns wagen, da hochzugehen? Na, du bist das, bist nur du. Ja, da hinten geht's auch weiter. Nee, hier ist doch kein Lohnspawner. Eine Kiste. Vielleicht ein Feind in der Nähe? Nein, war das zwei Kisten. Nur Trash. Dankeschön. Kein Trash. Oh Gott. Eisen, Gold. Wir klatschen die Truhe schon mal da rein. Wir werden definitiv hier auch zurückkommen.
Joa, Leute, das ist interessant, was wir hier finden. Ich weiß nicht, wie wir jetzt gegen die Lohen kämpfen werden. Ich habe kein Schild. Das wird ein bisschen kritisch, der Kampf. Hier ist alles weit clean. Hier hochgehen wird nichts bringen. Ja, hier ist alles zugebaut, deswegen. Hier drumherum. Ich höre ganz viel Feuer. Eine Lohe. Ich könnte ja aus Spaß mal dem. Nein, wir machen es nicht. Leute, was machen wir jetzt? Wie kann ich jetzt eine Lohe töten, ohne dass ich selbst gleich sterbe? Nee, ja. Hilfe. Wir müssen die auch hierher locken. Komm her. Das war immer meine Taktik. Ich habe mich hier immer unten versteckt. Immer herlocken. Komm her. Komm her. Kollege, komm. Oh mein Gott, dann komme ich eben zu dir. Dann eben andersherum. Wo ist er? Hallo? Da ist er. Zack. Vor allem mit dem Steinschwert. Beste Taktik. Hilfe. Ja, er fängt schon an. Hilfe. Und unsere erste Lohnrute. Spiel mit dem Feuer. Ja, wir haben jetzt schon unser erstes Achievement für den Nether, glaube ich. Nee, nicht mal das erste. Für den Nether haben wir schon 4 Achievements. Ja. Interessant. Hier ist eine Sattgasse. Und ein Enderman. Die sind alle über uns, diese Lohn. Die atmen echt eklig. Da oben sind die. Oh mein Gott, wie viele sind das denn bitte? Wie viele seid ihr? Diese Treppen finde ich. Oder die Zäune finde ich nicht so toll. Ja. Über mir läuft ein Wither-Skelett. Gibt es ja auch einen anderen. Hallöchen. Kurz muss rum. Oh, da chillt auch eine Lohe. Waren wir dort schon? Ich weiß es gar nicht. Zack. Oh mein Gott. Greifen die jetzt mich an oder den Skelett, der mich anschießen wollte? Ich glaube den Skeletten. Hat das Skelett wirklich die... Ja, das Skelett hat die wirklich einfach angeschossen. Aber waren wir hier nicht schon? Ich könnte schwören, wir waren nicht hier. Wieso spawnen Lohe hier einfach naturell? Ja doch, die Kiste jetzt genau die gleichen. Ja, okay, das ist wieder hier. Dann versuchen wir einfach hoch zu gehen. Was gefährlich wird, aber hier geht's nicht hoch. Da ging's auch nicht hoch, aber hier geht's raus. Kommt der nicht? Sass. Jetzt kommt der. Hä? Als man nicht durchpasst, ist er so fett. Hallo? Passt du hier einfach nicht durch? Der passt hier einfach nicht durch, der ist zu fett. Gib mir dein Steinschwert. Mann, ich brauche keine Knochen und auch keine Kohle. So, da können wir jetzt durchlatschen. Da waren wir noch gar nicht. Wenn der Kollege jetzt mal springt, Dankeschön. Zack, zack. Zack, zack. Bisschen gefährlich, wenn der hier noch unterwegs ist. Zack. Tot. Magma-Creme brauchen wir eigentlich nicht.
Da geht's weiter hier. Was ist hier Schönes? Lohe, okay. Nee, das ist nicht schön. Das ist definitiv nicht schön. Wie wollen wir es bei der jetzt vorgehen? Ich könnte versuchen, sie wieder abzulenken. Oder zu triggern. Schieß. Gut. Schieß nochmal. Ja, nochmal. Nochmal. Okay, das heißt, ich schieße nur dreimal, bis die dann wieder einen Cooldown hat. Oh, hier geht's nach oben, Leute. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal. Gott, was gibt's hier noch? Gibt's hier noch 1000 Wege, wo wir nicht mal waren. Weg mit der Magma-Creme, die brauchen wir nicht. Fackeln brauchen wir eigentlich auch nicht. Was ist hier denn Schönes? Die muss es ja auch irgendwie gehen. Ach, eine Lohe. Schieß. Ja, nochmal. Nochmal. Zack, zack. Nein, nicht gut, nicht gut. Waffe kaputt, Waffe kaputt. Das waren definitiv keine drei Feuerbälle. Dann machen wir es auf die Männerart mit Faust, mit der Faust. Jetzt ausweichen. Eigentlich kann man die echt gut dodgen, wenn es einer ist. Jetzt kommt wieder sein Feuerballangriff. Hallo? Knapp. Weg mit dem Feuer. Zack. Oh, verzauberter Bogen. Skelett. Ach, zwei Stück sogar. Ja, hier waren wir doch schon, oder? Ja, wir sind wieder am Anfang. Das kann nicht sein, dass jetzt hier einer von denen läuft. Ich würde ganz gerne mir wieder ein Holzschwert holen. Oh, das ist so belastend, Leute. Ich weiß nicht, ob man mit dem Holz sich auch was holen kann. Ich hoffe, es ist möglich. Stecker. Ja, okay, man kann mit dem auch ein Holzschwert holen, okay. Jetzt traue ich mich wieder rein. So, da vorne sind ja die Kollegen. Wie kommen wir da jetzt an denen vorbei? Wir könnten ja den mitnehmen, wenn der Ehre hat und mich nicht schubsen würde. Na komm, wir locken die Skelette einfach zu uns. Kommt her. Komm her. Hallo, Hilfe. Ja. Los, schieß. Das kann nicht sein, dass er jetzt keinen Bock mehr auf mich hat. Hallo. Ja, jetzt. Schieß. Nicht mich, aber. Gut gemacht. Oh mein Gott. Attacke. 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 Wo kommt der zweite? So, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Der ist alleine. Das ist nicht. Der ist doch nicht alleine. Hilfe. Nee, der ist doch nicht alleine. Hilfe. Autsch, verzauberter Bogen. Tut weh. Autsch. Ja, das Skelett wurde gerade angeschossen. Das Skelett hat die Lohe abgeknallt. Oha. Der hat einfach überlebt. Hilfe. Oh, oh. Das war knapp, das war knapp. Oh, shit. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Pfeile. Wir haben keinen Bogen. Zwei Lohen, okay. Zu welcher gehen wir jetzt zuerst? Wir gehen einfach zu der, oder? Hilfe. Ihr droppt wirklich keine Lohnruten, oder? Ihr habt echt keinen Bock auf mich. Da sind wieder drei Stück. Das kann nicht sein. Und die haben auch kein Aim. Das sind. Nein, wie soll ich denn gegen drei kämpfen? So besoffen bin ich auch nicht. Der despawnt einfach. Och nee. Komm, schieß.
Du hast ihn zweimal geschossen, Kollege. Das sind wirklich drei. Was soll ich gegen drei machen? Vor allem, wenn die nicht alle symmetrisch schießen. Toll. Das war knapp. Zack. Die müssen alle gleichzeitig schießen, damit es einfach ist. Nein, nicht der Kollege. Warum musst du jetzt ausgerechnet da sein? Was willst du denn von mir? Och, du hast endlich nach all den Jahren dein Schwert gedroppt. Ich dachte gerade. Das kann nicht sein. Wie soll ich die denn jetzt... Das geht doch nicht. Ich könnte mich versuchen abzutasten. Ach, von hinten kommt auch noch einer. Oh, geil. Ich warte einfach, bis die sich zu mir kommen. Bis die zu mir kommen. Zack. Chillt, Kollegen. Chillt, Kollegen. Zack. Ja, Feuer brauchen wir eigentlich nicht. So, wie soll ich es wirklich. Zack. Ach, Leute, ey. Was soll ich jetzt machen? Der lässt mich nicht in Ruhe. Hilfe. Och. Einer ist wieder tot. Ey, was machen die Ender denn hier? Hilfe. Noch einer ist tot. Nein, der hat mich getroffen. Hilfe. Warten. Nicht schlimm, es ist ein Feuer, Leute. Jetzt ist aber schlimm, Hilfe. Och nee, was will der Kollege jetzt? Hau ab. 1, 2, 3, 4. Ich kann dich nicht leiden, Schleim. Bist ein nerviger Gegner. Was mit Schild links oben, die Lohe? Sie lässt mich jetzt auch nicht mehr in Ruhe. Nee, die Schild hier ist sogar jetzt links. Ne, die ist wieder oben, okay. Jetzt aber. Attacke. Noch eine Lohnroute. Hau ab. Da vorne ist auch noch einer, den müssen wir auch irgendwie klein kriegen. Wird nicht kompliziert sein, ich meine, ich kann ja dodgen. Die haben echt komischen Aim. Zack, und Attacke, und Attacke, und Attacke, und Attacke, und Attacke. Hilfe! Nein! Dein Aim ist schön, okay. Psych. Da oben geht's... Alter, Leute, es geht so lange hier noch. Haben wir hier irgendwas Schönes? Nein, ist alles zugebaut. Nun gut, Leute, ich glaube, wir kommen dem Ende. Oh nee, das kann nicht sein, dass das Skelette sind. Bitte nicht. Ach, kein Bock auf euch. Hier, bitteschön. Hab ich gern gemacht. Da ist bestimmt noch irgendein Skelett oben. Ja, ich höre sie. Ach komm, hier, bitteschön. Da ist noch einer. Das kann nicht sein. Skelett Nummer 3. Hallöchen. Bitte Hilfe. Ja Leute, ich glaube, wir werden den Part heute beenden. In der Nether-Festung. Ich hoffe, euch hat das Video so lang so weit gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert, teilt das Video weiter. Wir sehen uns im nächsten Part von Minecraft. Tschüss, Leute.